Hallo zusammen, ich zocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Lösung mit dem Skalpell anzunehmen bei Ökologe Iska an der Küste des Erwachens in dieser Position. Vorquest ist nicht unbedingt nötig. Also man kann direkt herlaufen und man sollte diese Quest zum Annehmen haben. Man soll jetzt tobendes Wasser und tobenden Wind töten. Das ist hier der tobende Wind. Hier gibt es einige. Und da hinten erkennt ihr auch das tobende Wasser. Wird man gleich noch besser sehen können. Und wie es aussieht, questet hier noch jemand in der Beta. Na toll. Tobendes Wasser. Questgebiet ist ziemlich groß gehalten. Wind. Gleich habe ich 2 von 5 Winde. Und da hinten ist ein Wasser, das schnappe ich mir. So. Mal schauen, was ich hier so noch finde. Was haben wir da hinten? Wind. Der zählt aber nicht zu Quest. Der zählt nicht zu Quest. Hier das Wasser. Oh, da hinten sehe ich noch ein Wasser. Zwei Wasser direkt. Sehr cool. Dann brauche ich nur noch 2 Winde. Ich laufe mal zurück, weil direkt im Anfangsgebiet vom Questgebiet waren ein paar Winde, falls sie nicht bis jetzt getötet worden sind von anderen Spielern. Da haben wir schon mal einen Wind. Und da hinten auch noch einen. Die waren schnell kaputt. So, Quest ist bereit zur Abgabe. Hier entlang, jetzt weiche ich diesen Winden ein bisschen aus. Und hier bin ich. Quest ist abzugeben bei Ökologe Iska an der Küste des Erwachens an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen, in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!